Der Hollywood-Schriftzug in den Hügeln des Mount Lee thront seit 87 Jahren als Wahrzeichen hoch über Los Angeles. Die Hügellandschaft rund um das Hollywood-Zeichen ist weitgehend unbebaut, doch das könnte sich schon bald ändern. Denn Investoren aus Chicago planen, 4 riesige Luxusvillen und Straßenzüge in unmittelbarer Nähe des weltbekannten Schriftzugs zu errichten. Eine Folge des hohen Haushaltsdefizits, das die Metropole Los Angeles derzeit plagt. Die Stadt hatte kein Geld, als die Erben des einstigen Hollywood-Moguls Howard Hughes das fast 56 Hektar große Gelände westlich des Hollywood-Zeichens vor 8 Jahren verkauften. Eine Investorengruppe schlug zu und plant nun die Bebauung. Ein Szenario, das in etwa so aussehen könnte. Die Einwohner von Los Angeles und zahlreiche Hollywood-Stars wie Virginia Madsen, Tippi Hedren und Julian McMahon gehen deshalb derzeit auf die Barrikaden und wollen den Cahuenga Peak nun kurzerhand selbst kaufen, um so eine Bebauung zu verhindern. Um Spendengelder für den Erwerb aufzutreiben, wurde selbst das Hollywood-Zeichen kurzzeitig für einen Spendenaufruf verhängt. Originally, the land was purchased in the 40s by Howard Hughes for Ginger Rogers. Howard Hughes hatte das Land in den 40er Jahren gekauft, um dort für seine Verlobte Ginger Rogers ein Haus zu bauen. Als die Beziehung zu Ende ging, behielt Hughes das Land und seine Erben haben es schließlich 2002 verkauft. Die Investoren wollen es nun wieder loswerden. Wir haben uns ein Vorkaufsrecht bis zum 14. April gesichert und müssen bis dahin 12,5 Millionen Dollar auftreiben. Wenn uns das nicht gelingt, werden andere Investoren das Land kaufen und Häuser darauf bauen. Der Blick auf das Hollywood-Zeichen wäre damit für immer verschandelt. Seit September bereits sammelt die Organisation Trust for Public Land fleißig Spenden. Rund 8 Millionen Dollar kamen bereits zusammen, 4,5 weitere Millionen fehlen noch. Und die Zeit drängt. Führende lokale Politiker bitten deshalb nun sogar Berlin, die Partnerstadt von Los Angeles, um Mithilfe. Guten Abend, hey Berliners, send us some of the... Some of the Euros, okay? Some of the Euros, and be part of that, okay? And from around the world, we'll gather it all. Die Nerven liegen derzeit blank in Los Angeles. Eine Stadt muss hilflos mit ansehen, wie sein bekanntestes Wahrzeichen womöglich schon bald von Luxusvillen eingeengt wird. Worst scenario is we don't raise the money. Worst scenario is that we lose this opportunity. Das schlimmste Szenario wäre, dass wir das nötige Geld nicht rechtzeitig zusammenbringen und den Kampf um die Erhaltung des Cahuenga Peak verlieren. Das wäre nicht nur eine Katastrophe für das Hollywood-Zeichen, sondern würde auch wichtigen Lebensraum für wilde Tiere zerstören und den Angelenos zudem ein beliebtes Ausflugsziel mit wunderschönen Wanderwegen für immer nehmen. We raised $1 million over the last few days since we put up the Save the Peak sign. Wir haben rund 1 Million Dollar gesammelt in der Zeit, in der wir das Hollywood-Zeichen mit dem Spendenaufruf verhängt haben. Das macht uns großen Mut. Viele Leute schicken zudem Schecks mit kleineren Beträgen. Wirklich jeder einzelne Dollar hilft. Wir sind auf die Hilfsbereitschaft der Bürger und die Großzügigkeit der Stars angewiesen, um den Hollywood-Schriftzug in seiner jetzigen Form zu retten. Denn die öffentlichen Kassen sind leer. Hollywood hat viele Stars groß gemacht. Nun können die Stars etwas zurückgeben an Hollywood.